Als Programmieranfängerin, erstes Semester, Hochschulinformatik. Und dann sollen Sie einen Code in der zweiten Woche analysieren. Der hier, den Sie hier gerade am Bildschirm sehen. Diesen Ausdruck hier. Natürlich ist es schwer und Sie werden nicht alles verstehen. Da sind Konzepte drin, Sprachkonstrukte drin, die Sie erst im zweiten Semester lernen werden. Ich möchte, und was ja eigentlich bisher auch ganz gut funktioniert, Sie ein bisschen ermuntern, mit Code, den Sie nicht kennen und den Sie nicht verstehen, in einer Art und Weise fast spielerisch umzugehen. Und das habe ich hier mal genannt, untersuchen durch Verändern und Zerlegen. Der eigentliche Prozess ist mehr dieses Spielen, das Experimentieren, der sich zusammensetzen lässt oder als Abfolge verstehen lässt von einem Untersuchen, das ist das Verändern und Zerlegen, von dem ich eben gesprochen habe, einer Beobachtung, die Sie dabei machen, dann denken Sie ein bisschen nach, haben vielleicht eine Idee, was man machen könnte, dann fangen Sie wieder an von vorne, Sie experimentieren und machen wieder dieses Verändern und Zerlegen. Also das heißt, das auf die Art und Weise untersuchen. Das liegt daran, dass man verändern und zerlegen kann. Warum liegt das daran? Das liegt daran, weil Sprachen auch aus Bestandteilen aufgebaut sind und Sie können jetzt in diesen Bestandteilen Veränderungen vornehmen oder Sie ziehen mal Bestandteile raus und schauen die sich einzeln an. Das ist so ähnlich wie wenn Sie einen Gegenstand haben, dem Sie sich nähern wollen, den Sie verstehen wollen, dann gucken Sie vielleicht auch, was passiert denn da, wenn ich dieses oder jenes Knöpfchen drücke. Oder Sie nehmen das Ding auseinander, um an Teile ranzukommen, um das Ganze sich zu erschließen und zu verstehen. Wir probieren das hier auch mal. Das war ja eine Aufgabe, die Sie jetzt so früh schon in der zweiten Vorlesungswoche bekommen haben, was wirklich eine echte Herausforderung ist. Wenn wir uns das Ganze hier kopieren, das kann man auch mit Command C bei mir machen auf dem Mac, und wir starten vor die J-Shell und übertragen das mal hier. Als Anfängerin sollten Sie sowas am besten eintippern. Ich mache das hier für das Video, meine ich. Dann kommt hier das raus. Und Sie haben auch die Aufgabe, wenn Sie gemacht haben, die Aufforderung, das ein paar Mal laufen zu lassen. Und Sie sehen, da kommt immer eine andere, nämlich zufällige. Na, das ist doch schon mal eine gute Erkenntnis. Hier steht so etwas wie random, Zufall. Das scheint genau damit zusammenzuhängen, dass dieses New Random mit den runden Klammern irgendetwas macht, was mir jedes Mal eine neue Buchstabenfolge generiert. Und zwar Hochkommata Einzelzeichen. Jetzt geht es darum, sich ein wenig zu erschließen, wie das Ganze, wie wollen wir uns diesen Gegenstand, diesen Ausdruck mal anschauen. Und jetzt fangen wir mal an, den zu untersuchen durch Verändern und Zerlegen. Sie haben vielleicht, wenn Sie sich ein Weilchen damit beschäftigt haben, die Vermutung, dass die 3, die hier steht, vielleicht dafür verantwortlich ist, dass es diese 3 Elemente sind. Aber das ist ja bisher nicht bestätigt, dass das so ist. Also, wir untersuchen jetzt mal durch Veränderung, gehen dort an diese Stelle hin und setzen da mal, damit es ein bisschen drastischer ist, eine 7 hin und gucken an, was da passiert. Und siehe da, in der Tat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das sind jetzt 7 Buchstaben, die wir da haben. Haben wir schon etwas gelernt? Wir könnten, wenn wir das Ganze dokumentieren wollten, unsere Dokumentation dafür anlegen, könnten wir jetzt hinschreiben, der Ausdruck generiert 3 Buchstaben. Dafür ist die 3 in, ups, upsasa, in ins verantwortlich. So, ein bisschen aufpassen hier in der Eile. Dann könnten Sie auch noch schreiben, ändert man die Zahl, werden entsprechend mehr oder weniger Buchstaben angezeigt. Und wir haben festgestellt, der Ausdruck generiert
zufällige Buchstaben aus einer Auswahl. Das ist jetzt wieder eine Vermutung. Das hier, dass das eine Auswahl ist. Der hier, das ist eine Vermutung, die Sie haben. Jetzt können wir auch das mal wieder versuchen zu analysieren durch oder untersuchen durch ein Verändern. Diese Auswahl, da haben Sie vermutlich die Vermutung, wenn Sie sich das Ergebnis da anschauen, dass das von dem Einzelzeichen A bis Z geht, das plus 1, müssen wir gleich noch klären, wie das denn sein könnte, was das überhaupt bedeutet. Wir können ja mal das Ganze verkürzen, zum Beispiel auf C. Was würde denn dann passieren? Die 7, das nervt gerade, das kleine Irrtum. So, das, was hier etwas stört, ist jetzt die 7, das liefert mir einfach zu viel. Machen wir das auf 3. So, jetzt sehen Sie BAC. Gucken wir uns das noch ein paar zufällige Sachen an. Gibt es auch irgendwann mal etwas ohne C? Da müssen wir vielleicht lange probieren, aber auch das, da haben wir dreimal A zum Beispiel. Also, das sieht so aus, dass jetzt Zeichen, drei Stück wieder, nur generiert werden in dem Bereich von A bis C, interessanterweise. Warum steht da jetzt plus 1? Gut. Jetzt können wir auch das wieder dokumentieren. Der Ausdruck generiert zufällige Buchstaben aus einer Auswahl. Von Zeichen von A bis Z. Das ist ja, haben wir getestet oder herausgefunden, schreiben wir mal, durch Änderung von Z auf C. Wenn ich das hier so hinschreibe, dann sehen Sie, dass das immer eine Dokumentation ist, die erzählt ein wenig die Beobachtung, die Sie gemacht haben, aber begründet auch, warum Sie glauben, dass diese Beobachtung richtig ist, weil Sie jetzt ein paar Experimentierdurchläufe, ein paar Spieldurchläufe durchhaben. Kommen wir mal zurück zu unserem Code-Fragment. Warum steht da in aller Welt C plus 1? Das können wir uns ja mal gerade rausnehmen. Was wäre denn C plus 1? Das ist jetzt unsere abgeänderte Variante, weil wir mit der in diesem kürzeren Bereich leichter untersuchen können. Schauen wir uns mal an, was das ist. C plus 1 ergibt eine 68. Wir wollen aber wissen, welches Zeichen dahinter steckt. Da haben wir die Möglichkeit, das zu casten. Man muss wissen, der Casting-Operator bindet jetzt nur da dran. Wir müssen auch hier Klammern noch machen. Werden Sie noch lernen. Dann sehen wir also, C plus 1 ist das D. Wenn wir das Z genommen hätten, wie es ursprünglich der Fall war, dann ergibt das die eckige Klammer. Vielleicht haben Sie durch dieses kleine Experiment, das wir jetzt etwas herausgenommen haben, wir haben also eine Zerlegung vorgenommen und mit einem Teilchen gespielt, bekommen wir die Idee, dass es offenbar so ist, dass dieses plus 1 nötig ist, damit die Buchstaben A, B, C verwendet werden, weil D kommt nicht vor. Hätten wir also dieses plus 1 nicht, was würde dann passieren? Schauen wir uns das an. Aha, Sie können jetzt also beliebig oft das hier machen, es wird gar kein C mehr auftauchen. Damit also C inkludiert ist, müssen wir plus 1 schreiben. Das könnten wir auch wieder beobachten, als Beobachtung dokumentieren. Wir hatten eben, der Ausdruck generiert zufällige Buchstaben aus einer Auswahl von Zeichen von A bis Z. Haben wir herausgefunden durch damit Z bzw. C in der Auswahl enthalten ist,
Man könnte auch sagen, inkludiert ist. Muss 1 dazu gezählt werden. Das heißt, das Folgezeichen ausgewählt werden. Das sind alles kleine Beobachtungen, die Sie so machen können, die mit dem Grundwissen, was Sie schon in den ersten 2 Wochen erlangt haben, durchaus hinkriegen können. Das muss nicht, ich weiß, das ist viel gerade im Moment, aber die Möglichkeit besteht, dass Sie das hinbekommen. Jetzt noch einen anderen Ansatz. Wie könnten wir hier etwas noch untersuchen durch Zerlegung? Ich bin jetzt natürlich ein bisschen weiter als Sie, habe andere Ideen deswegen. Man könnte ja darüber nachdenken, dass man mal versucht, einen Teil nur abzutippern, dass wir erstmal nur new schreiben. Da sehen Sie schon, die Jayshay sagte, na, ich erwarte jetzt noch was, wir sind nicht fertig. Weil normalerweise, wenn ich hier irgendwas eingegeben habe und Return-Taste drücke, dann sagt er, gut, damit konnte ich was anfangen. Bei new Return-Taste kann er das nicht. Mache ich ein Delete, komme ich zurück. Dann schreibe ich also mal random. Dann sagt er, was schiefgelaufen? Möglicherweise ist es also so, Sie sehen oben noch den Ausdruck. Möglicherweise ist es also so, wir müssen new, random und noch diese runden Klammern dazu machen. Und dann haben wir zum ersten Mal Erfolg. Wir haben also eine Zerlegung gemacht und jetzt gesehen, new, random liefert mir irgendetwas. Sie haben keine Ahnung im Augenblick, was das ist, aber es scheint eine sinnvolle Einheit zu sein. Jetzt könnten Sie ja auch auf die weitere Idee kommen. Was ist denn, wenn wir jetzt einen Punkt machen? Ah, schon wieder, das reicht nicht. Also auch ins hinschreiben. Na, das geht auch nicht, auch unvollständig. Machen wir mal die Klammer auf. 3, das geht auch alles nicht, da fehlt noch was. Fehlt immer noch was. Also da sieht die Idee sehr danach aus. Wir tippern das mal ab. Ich nehme jetzt wieder Z. Plus 1, machen die schließende Klammer. Jetzt setzen wir das ab. Oh, wieder haben wir festgestellt, eine Einheit. Wir haben jetzt schon rausgefunden, dass new random, runde Klammern, eine Einheit ist, die fortgesetzt wird. Oder wenn sie fortgesetzt wird mit ins und so weiter, den Sachen, die in den runden Klammern danach stehen, dann haben wir wieder eine Einheit. Gucken wir mal, das scheint eine gewisse Systematik zu sein. Hier machen wir wieder den Punkt, da fehlt was. Also Map to Object, dann machen wir dieses I, was auch immer das jetzt ist. Hopsa, Char I, so. Machen wir jetzt wieder ein Return, sehen wir, gucke mal an, wir sind wieder ein Stückchen weiter gekommen. Und erst wenn wir dieses To Array machen, dann kommen wir wirklich zu dem Abschluss, dann passiert da tatsächlich was, was sich mit dem Programmcode irgendwie in Verbindung als Ergebnis bringen lässt mit dem, was da steht. Damit möchte ich Sie nur mal anregen, wenn Sie mir bei sowas hier zuschauen, dass Sie durchaus neugierig mit Ihrem Code umgehen können, den Sie vorgesetzt bekommen, den Sie mal mutig an der Konsole zerlegen und verändern dürfen, dann wieder Beobachtungen machen, überlegen, was da vielleicht los ist, hat sich jetzt was geklärt, was lernen Sie? Und dann nebenher auch eine Dokumentation dazu fertigen. Dann haben Sie so eine Aufgabe nebenher schon fast bewältigt, wenn Sie die machen. Was Sie hier, das ist schon mal ein erstes kleines Beispiel, was Sie hier sehen, ich habe auf der linken Seite in Markdown geschrieben und auf der rechten Seite wird mir das dann gerendert, also in schönerer Art und Weise angezeigt. Aber das ist nochmal ein Thema für ein anderes Video.